Claudia, wir zeigen dir, was heute auf dich wartet. Wir haben heute Warm-up und den Bodyweight Pump. Fürs Warm-up schnappt ihr euch bitte einmal oder schnappst du dir bitte einmal deine Dumbbell, so wie Claudia. Komm jetzt darauf an. Falls deine Dumbbell relativ schwer ist, dann reichst du sie einmal an beiden Köpfen für den Upright Row, spannst den Bauch und den Po feste an und ziehst die Dumbbell dann Richtung Brust. Die Ellbogen, die zeigen nach oben, nicht nach hinten. Das war schon der Upright Row. Danach, um uns richtig warm zu bekommen, zeigt dir Claudia einmal wunderschöne High Knees. Dafür ziehst du die Knie schön zu dir hoch, der Oberkörper bleibt relativ stabil, schwingt nicht hin und her. Beide Übungen in maximaler Anzahl. Das war schon das Warm-up. Ich hoffe, es ist warm genug für den Bodyweight Pump. Hier haben wir einmal Deadbugs für dich. Die kennst du wahrscheinlich auch schon aus dieser Woche. Du legst dich einmal auf den Rücken, die Knie sind angezogen, Unterschenkel parallel zum Boden, untere Rücken fester am Bauch. Dann bringst du den gegenüberliegenden Arm und das passende Bein einmal auf den Boden. Achtest darauf, dass der Rücken nicht abhebt, wenn du beides Richtung Boden bringst. Das war der Deadbug. Danach haben wir noch den Bird Dog. Kennst du, falls du schon öfters mal in meiner Yogastunde warst? Hierfür kommen wir nämlich einmal in den Vierfüßlerstand. Die Hände sind unterhalb der Schulter und die Knie unterhalb der Hüfte. Dann strecken wir abwechselnd Bein und gegenüberliegenden Arm nach vorne aus. Schön kontrolliert. Achte darauf, dass du nicht nach rechts oder nach links umkippst. Das kannst du so ein bisschen verhindern, indem du die Hüfte des ausgestreckten Beines so ein bisschen nach unten bringst. Das war's. Wir beide hoffen, dass du deinen Spaß hattest. Dann verbringen deinen Sonntag noch bei wunderschönem Wetter eventuell mit einem schönen Spaziergang. Gut für die Regeneration und dann sehen wir uns morgen vielleicht beim Zoom-Workout. Tschüss!